Ihr Anblick macht mir Angst, doch die versuche ich so gut wie möglich zu verdrängen, um sie nicht noch mehr zu beunruhigen. Ich wasche ihre Haare und bin erstaunt, wie lang sie sind, wenn sie von der Feuchtigkeit schwer werden. Ich wasche Finger für Finger ihr Gesicht, ja, sogar ihre Ohren, bis ich das Gefühl habe, sie von all dem Horror dieser Nacht reingewaschen zu haben. Befreit vom Schmutz stelle ich ein weiteres Mal fest, dass ihre blauen Augen nicht ihr einziges schönes Merkmal sind. Sie hat eine Stupsnase und wohlgeformte Augenbrauen. Ihre vollen Lippen sind leicht bläulich gefärbt und sie ist immer noch blass wie ein Gespenst, aber jetzt habe ich nicht mehr das Gefühl, dass sie mehr tot als lebendig ist.